Herzlich willkommen zu DMF, die Gamer Duff aus dem hohen Studio im Norden. Wir machen heute ein kleines Let's Play mit Florian und Marc. Wir haben natürlich jetzt dieses Let's Play nur eine einzige Kamera ausgewählt. Das ist nicht so schlimm. Wir spielen immer noch Until Dawn und wir setzen die Story jetzt einfach mal fort. Los geht's! Was bisher geschah? Oh, siehst du, das passiert immer wieder, wenn das passiert immer wieder, ich hab's mal gehört! So. Ein gruseliges, gruseliges! Ach, komm schon, sie hat es verdient! Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester? Oh mein Gott, wo sie mir das die ganze Zeit anhört? Ja, warum heißt sie denn so Hannah? Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen. Die Augenblicke teilen, die wir nie vergessen. Eigentlich ist das Spiel ab 18, also keine labilen Menschen. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich muss rüber, liebe Zuschauer. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne schon mal ein Like da, lasst ein Abo da. Schmetterlingseffekt. Ja. Bitte. Gib uns ein Like! Ja. Ein Like für die Freiheit. So. Sind wir drin? Ach so, wir müssen jetzt. Wir müssen jetzt immer noch wieder zurück in den ersten Stock und. Total professionell vorbereitet. Ja. Wo sind die Treppen hier, ey? So düster und finster. Es sind bis auf ein Eichhörnchen und ein Vogel. Noch keiner gestorben. Noch keiner gestorben. Doch, außer die zwei Schwestern. Ja, vielleicht sind die gar nicht tot. Das sah sehr danach aus. Ja, es sah. Ja. Ja. Ich sehe hier so wenig. Ja. Moment. Ist so dunkel. So dunkel. So lonely. So lonely. So. Ich sehe gar nichts. Warte, da muss ich jetzt nicht mal so raus. Hin positionieren. Marc hat das Spiel viel zu dunkel eingestellt, um zu schauen. Ja, nee, das ist der Fernseher. Ach so. Das ist der Fernseher, der ist schuld. Der hat immer schuld. Okay, hier ist schon mal nix. Alter. Das ist ja gerade erst rumgelaufen. Ist mein Kopfhörer in meine Hose reingefallen. Oh, Lecker! Lecker! Ich kann keiner mehr tragen. Schön in die Hose geschossen. Ich soll mich jetzt mit LS umsehen? Ja. Ach so. Wollte ich stillstand. So. Mal gucken. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so echt nicht arbeiten. Ich muss alles gestimmt. So. Hallo. Du machst mich fertig. Ja. Du machst mich fertig. Ich weiß. Wie selten das Feuerzeug so. Wo muss ich jetzt überhaupt hin hier? Du sollst immer noch ins Badezimmer. Ich bin im Badezimmer? Nein, du sollst ins Badezimmer. Aber ich bin noch im Erdgeschoss, ne? Du musst auch den Flammenwerfer. Die Flammenwerfer muss ich so. Die Sprühdose. Die Sprühdose des Todes. Womit wir alle sterben. Wasser oben, die andere Seite. Hä? Ja. Hier lang? Genau. Ich glaube, da muss irgendwo rein. Hier hinten lang, ne? Ja. Yeah! Sieht gut aus. Ja. Ja, sieht gut aus. Ja. Wo ist denn der Schrank? Da hat doch gar was geblinkt, ich hab's doch gesehen. Du bist schon zur Wand gegangen. Hier vorne irgendwo, ne? Ja. Oha. Ja, das wird da. Was. Das wird was. Ja, ich hab auch schon jetzt ein bisschen Angst. Aufmachen! Aufmachen, Polizei! So ein du hast dich jetzt nicht weggegangen. Nein. Ich wüsste schon, was passiert. Ah, perfekt. Wir müssen den Fernseher heller machen. Ja. Wir frieren doch hier draußen. Wir frieren doch. Wir sind Mädchen und frieren. Rum. Burn. Hallo. Hallo, Chica. Komm
Überhaupt rein. Überhaupt auf den Gedanken zu kommen, von einem Film mit der Spieldose. Die Show läuft die ganze Woche. Ah! Ja. Shit! Ja, im Holzhaus. Also, das ist optimal. Was war das? Ja. Bist du okay? Das ist echt optimal. Das ist super optimal. Oder so. Oh, es war nur ein süßer kleiner Baby, Vielfraß. Baby. Er schießt ihn! Du wirst bald ein großer Junge sein. Du bist heute ein großer Junge. Du bist halt ein Mann. Das werden wir noch sehen. Ja, gucken wir mal. Das werden wir noch sehen. Home, sweet home. Wie du dich anstellst. Ja. So würde ich das ich glaub, nicht ausstellen. Ich glaube, zugestrichen. Oh mein Gott, das tut so oh, gut. Potenzial steckt drin. Wenn es ist. Ich mach mal Feuer an. Hier hat sich ja kaum was geändert. Feuer an. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, letzter Zeit war ja nicht viel los. Nope. Nope. Was geht, Party People? Hey! Hey! Put your hands up. Oh. Ein Flashback. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Ja. Klar doch. Ja, ja. Ja. Komm doch rein. Ja. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow. Ganz ruhig, Cowboy. Oh, Schmetterling ist weg. Warne ich ihn oder heraus? Fordere ich ihn heraus? Ich glaube, ich. Nein, ich fordere ihn heraus. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Provokas. Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile ja, her, deshalb haben wir und uns gleich mal rumgemacht. Ist das verboten? Ja. Klar. Ja, klar. Bestimmt war das alles. Weißt du was? Denk doch, was du willst. Ist mir egal. Pass bloß auf, Mike. Pass bloß auf. Pass auf, Tür. Sonst gibt's Ärger. Tisch. Wo sind die Waffen hier? Wo ist mein Inventarslot für die Waffen? Oh, kuscheln. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Provozieren wir sie doch mal ein bisschen. Du hast eine Schlampe verdippst allen hier. Ganz danke. Eifersüchtig. Scheiße. Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör. Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ist das dein Ernst? Weißt du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Provozieren! Endlich deinen Mund. Oh, warte. Okay? Nein. Du bist derjenige, der sich aus den Angelegenheiten anderer Leute raushalten muss. Ich werde gleich zu deiner Hauptangelegenheit, du Schlampe. Machen wir endlich ernst? Ich bin nämlich mehr als bereit dazu. Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Vielleicht nach 20 Minuten. Sieh dir doch mal die Gäste da an. Weiß ja gar nicht, was du gesagt hast jetzt. Ja. Hast du gesagt, schaltet aus oder so. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. So, jetzt pass auf. Sie legt ein Stück den Weg hoch. Ah, jetzt hauen wir ab. So viel dazu. Ja. Geiles Wochenende. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Meine Tasche? Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab es diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M, vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Glaubst du's? Nein. Nein. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen. Ob da keiner wartet. Es war richtig warm. Da wartet bestimmt jemand. Okay. Die erste, die den Tod stürzt. Okay, die war auch so zickig, ne? Irgendwann.
Oder? Ja. Sind alle zickig. Sind alle zickig, ja. Teenager halt. Okay, ich nehme jetzt ein paar. Ja, genau, ist die Frage, wie alt die sind, ne? Ja. Ja, so Mitte 20. Anfang 20. Anfang 20. Ich denke mal. So. Oh, im Exil. Oh. Im Sexy. Im Exil. Im Sexy. Oh. Wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Das. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Ich glaube nicht. Hey, ich glaube nicht. Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würd's mir ansehen. Ich würd's mir ansehen. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay, willst du fragen, ob er mitkommt? Was, wirklich? Was? Nein. Ah, jetzt können wir ein bisschen rumlaufen hier. Ja. Jetzt kannst du jetzt auch die Kamera, die Taschenlampe auch mit. Ah, mit dem rechten Stick, ne? Hallo? Sehen wir die Sterne. Gucken, wo wir jetzt hinlaufen müssen. Ah, hier ist nichts. So. Hey, Knackarsch. Fotosession? Klar doch. Super Einfall. Selfie! Okay. Okay. Ich mach mal ein schönes Bild. Was hast du denn fotografiert? Den Hintergrund! Ja. Oh, jetzt ist sie sauer. Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Okay. Dann los, nichts wie ab zu der Hütte. Ich hab ganz bewusst falsch fotografiert. Ja, logisch. Dürfen keine Weißfotos existieren. Hey. Hast du ein richtiges Foto gemacht? Einfach bei dem Männer. Ja, auch so, hat ja auch rumgemeckert. Achso. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Hallo, Kameramann. Deute dich an. Aber ich habe bis jetzt auch die Dialoge ein bisschen anders gemacht als du, aber es läuft genau noch nach Plan. Also, okay. Dann lief das genauso jetzt. Also. Ja. Ja, und nichts verändert. Noch nichts. Noch nicht. Es kommt da ja jetzt noch. Ich hätte gedacht, dass sich da ein bisschen was verändert, so vom Aufbau, aber. Es kommt wahrscheinlich erst im späteren Verlauf, auch mit den Schwerlingseffekten und so. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, natürlich. Läuft. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. Echt mal ihr Pech. Ah, das ist das. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Wollte Josh auch unlogisch, oder? Dass die Lampen leuchten, aber wir brauchen Strom. Also. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, ja. Da ist noch die Anzeige vom Reststrom. Ja, wahrscheinlich. Ist mit Batterie betrieben. Okay, klar. Oh, hier ist ein Toter. Ein Toter? Ein Toter? Tote hier? Was hier will? Oh! Gefahrtotem. Mike, vielleicht generierst du mal mehr Alpha und setzt endlich den blöden Generator in Gang. Oha, jetzt wird sie aber. Ich schreibe hier an, genauso wie du mich. Mal sehen, ob's klappt. Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Ja, okay, ist doch Benzin. Du bist echt genial. Nein. Wer ist das? Ein Clown! Okay, jetzt ist er. Beim Totem. Da steht der böse Clown.
aus meiner Erinnerung. Ja, wir haben ja vorher auch schon gesehen, dass die Psychologe uns gefragt hat. Ich habe Angst vor Innereien und Klauen. Und, also vor allem Klauen. Und vor was habe ich noch Angst? Kakerlaken? Kakerlaken, glaube ich, ja. Tada! Sesam, öffne dich. Magic. Ziemlich gut, oder? Ja, total, das ist super. Oh ja, ich hab die Hits. Oh ja. Wie war die? Die Hits, keine Ahnung. Oh. Hast du sie Musik angemacht? Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist ein Sexurlaub. Boah. Ein Sexurlaub? Ja. Typisch Horrorfilm. Die Dialoge sind schon mal auf jeden Fall vorhanden. Ey, bleib mal am Arsch hier. Ach, von der Krake und so finde ich das echt klasse, ne? Ja. Also mit Schneefeeling und so. Ja, tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Oh. Woran erinnerst du dich? Es ist alles so verschwommen. Ich kann mich kaum erinnern, was passiert ist. Also, was ich noch weiß, ist, wir haben einen dummen, hirnlosen Streich gespielt und der hat vielleicht Hannah und Beth getötet. Hey, ich meine, es ist nicht unsere Schuld, dass sie in den Wald gerannt sind. Ja. Ja, es ist eure Schuld. Ich hätte auch damit gerechnet, dass sie etwas so Dummes tun. Oh, so was Dummes wie wir beiden ist gleich. Da wir alleine im dunklen Wald rumlaufen. Also, wie weit ist die Hütte denn auf dem Pferd, ne? Hm? Ja, nur kurz, 2 Minuten zu Fuß, ja. Ganz kurzer Weg. Ja. Also das wäre ein Grund, um zu drehen, oder? Also, damit ich eine Lage zu überlegen, da welchen Weg. Ja. Ich guck mal nach. Geh du schon mal weiter, ich guck mal nach. Ich habe eine Taschenlampe. Du hast keine Taschenlampe. Oh, verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Weißt du was? Ja. Scheiß drauf! Jess! Ups. Da war sie weg. Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut? Leider nicht. Heilige Scheiße, das mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es Heilige geht? Scheiße, Mutter Maria Gottes. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du aus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Ich springe runter. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Das war... Oh, oh. Da hinten schaut einer. Oha. Hey, Adonis. Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Hilf mir schieben, hilf mir schieben! Hilf mir schieben, rück, rück! Das wäre ich noch nicht mal gesprungen, wenn wir beide schlecht zusammen stehen. Wenn wir nie erfahren. Anders aber vorgestellt. Ja, das wäre auch noch so. Oh, dass wir beide so zusammen stehen, hätte ich nie gedacht. Ja, witzig! Witzig, ihr seid witzig. Ich geh mal vor, ne? Tschüss. Oh. 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 Scheiße! Ist eingeklemmt? Oh. Nee, nee. Oh mein Gott, jetzt, ich hab noch rechtzeitig frei gedrückt. Das wäre ja halt geil, dass halt immer zwischendurch doch nochmal aufpassen muss. Ja. Wenn du auch bei der Sache bleibst. Ja. Kann ich jetzt weitergehen? Nein. Ah, jetzt, ja. Eine Lore. Oh, Himmel. Hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut loswirst? Ich spar dir das für die Hütte, Poser. Hier ist noch ein Poser. Oh, oh, sie ist nackt. Sie sah ein bisschen blutig aus. Ah, Glückstote? Naja. Oh, oh. War schon gehörst du uns? Oh ja. Du hast die Taschenlampe, guck. Wir müssen in die Richtung weiter, oder nicht?
Nee. Oder auch nicht. Mach Platz da! Ich muss auf jeden Fall gleich den Fernseher ein bisschen heller einstellen bei der nächsten Folge. Ja. Das sehen wir gar nicht. Definitiv, ja. So, ja! Liebe Zuschauer an dieser Stelle, machen wir gleich weiter mit dem nächsten Part. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst einen Kommentar in die Kommentare stehen. Ja, bitte. Bis später. Bis später.